Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Kanal. Heute wieder Stadionvlog. Ihr kennt es, es geht nach Dortmund gegen Union Berlin. Letzten beiden Spiele reden wir nicht drüber, im Pokal raus, gegen Bayern verloren. Aber heute machen wir es besser. Heute holen wir wieder einen Sieg. Ich habe 3-0 für Dortmund getippt und ich hoffe, dass es wird. Ich nehme euch wieder mit und wir sehen uns gleich im oder vorm Stadion. So, wir sind im Stadion. Da vorne ist schon ein EA Sports FC Stand. Ich bin sehr gespannt, was EA Sports macht im Sommer, wenn das neue Spiel rauskommt. Ich habe Bock auf jeden Fall. Wir sind jetzt da. Es gibt heute wieder eine Choreo. Es gab, glaube ich, beim letzten Spiel oder vorletzten Spiel auch eine Choreo. Die sieht auch sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Ist wieder sehr, sehr riesig. Also es wird sehr cool auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. So, Freunde, wir sind jetzt im Stadion angekommen. Union-Fans machen schon ein bisschen Stimmung die ganze Zeit. Ich habe auch gerade zum allerersten Mal ein Bild gemacht. Also, Abkühl, wenn du das siehst, Grüße gehen raus. Ich würde gerne mal zu mir kommen, wenn ihr nicht steht. Und ich bin sehr gespannt aufs Spiel. Ich tippe auf jeden Fall 3-0, habe ich, glaube ich, gesagt. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen das Ding gewinnen auf jeden Fall. Heute wollen wir siegen. Wir gehen richtig ran. Spiel geht in 15 Minuten los. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Also wie gesagt, ich tippe 3-0. Aber ich nehme alles mit, wenn wir gewinnen. Hauptsache wir gewinnen. Und wenn es 7-6 ist, ist mir scheißegal. Okay, was tippst du? Ja, sehe ich genauso. Was tippst du? Ja. 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 Perfekt. Passt, wir gewinnen auf jeden Fall. Halbzeit 1-0. Wir sind auf jeden Fall weitaus besser, nicht in Nullten drin. Der Schiri pfeift absolut beschissen. Also keiner muss das die ganze Zeit. Der pfeift nichts für uns, alles für Union. Aber egal, wir führen, wir spielen gut. Wir hätten auch 2-0 führen können. Wir müssen weitermachen. Holen wir das Ding. Und Karim, absoluter Gamechanger. Der ist so unfassbar gut. Ist unfassbar. Und Brandt auf 10 und 8 auch tausendmal besser. Deswegen genauso weitermachen und holen wir das Ding. Nein! 2-1. Niki!
Genau, Junge! Natürlich gestern wieder das Auto vergessen. Ich sitze jetzt im Schnitt und mache jetzt noch fix das Auto. Deswegen, Spiel gestern hat mir gut gefallen. Ich fand es gut, wir haben gut gespielt. Union Berlin ist eklig zu bespielen und wir haben es gut gemacht, fand ich. Deswegen, zwar ein Sieg gegen Union Berlin, nimmt man mit, sehr, sehr gut. Und Emre Can, absolute Maschine. Wirklich, was dem passiert ist, weiß ich nicht. Ob der so eine Captain America-Transformation gemacht hat und sowas, weiß ich nicht. Er spielt aber so unfassbar gut. Wenn es so weitergeht, ist immer noch alles offen. Es sind nur 2 Punkte auf die Bayern. Und ist noch alles drin. Dementsprechend, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da. Ich glaube, irgendwie 95% von euch haben den Kanal nicht abonniert, die Schlingel. Holt das gerne nach. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht es gut und tschüss.